Bestimmt hast du schon oft Dateien heruntergeladen. Ich bin jetzt auf der Seite Hörspielbox und suche nach einem Geräusch. Nehmen wir an, das klatschende Publikum. Da ist es ein bisschen mühsam, weil man sich durch viele Optionen hindurchklicken muss, bevor man wirklich zur eigentlichen Datei kommt. Und schwupps, jetzt ist sie unten, aber man bekommt manchmal gar nicht recht mit, wo sie denn landet. Bei Chrome werden die Downloads hier am unteren linken Bildrand aufgelistet. Der Vollständigkeit halber auch noch ein Blick auf Safari. Hier werden die Downloads oben rechts angezeigt. Und bei Edge unter Windows wirst du hier unten gefragt, ob du den Download speichern möchtest. Und wenn du bestätigst, so kannst du es hier unten anzeigen. Und du hast alle Downloads hier vereinigt in der Seitenleiste, die du ein- und ausblenden kannst. Also auch wenn ich auf einer zweiten Seite, in diesem Fall geht es um Schriften, die man herunterladen kann. Wenn ich hier also die Schrift herunterlade, so wird sie hier aufgelistet und auf dem Mac wähle ich im Finder anzeigen und analog dazu kannst du auf Windows-Geräten den Windows Explorer aufrufen. Hier haben wir also diese beiden Dateien, die man nun weiterverwenden kann im Downloads-Ordner, der aber auch geändert werden kann. In diesem Fall ist es eine ZIP-Datei, die muss mit einem Doppelklick noch geöffnet werden. Es ist also eine verpackte und komprimierte Datei, die erst mit einem Doppelklick zur eigentlichen Schrift führt. Manche Downloads, vor allem PDFs, die werden direkt angezeigt. Das heißt, in diesem Fall wird eine neue Seite aufgemacht und ich kann diese Datei direkt im Browser anschauen, könnte sie natürlich auch da speichern. Eine weitere Möglichkeit wäre in einem solchen Fall, dass du da einen Rechtsklick auf den Link machst und Link speichern unter. In jedem Browser heißt es ein bisschen anders, aber ist im Prinzip dasselbe. Bei diesem Vorgehen ist der Vorteil, dass du den Speicherort wählen kannst, also beispielsweise auch den Schreibtisch auswählen. Und nun siehst du, ist diese PDF-Datei direkt auf den Schreibtisch geladen worden. Wichtig, diesen Downloads-Ordner solltest du regelmäßig wieder aufräumen, damit du den Überblick behältst. Ebenso wichtig, achte, bevor du etwas downloadest, immer genau auf die Herkunft und überlege dir gut, ob das wohl eine schlaue Sache ist, die du da machst. Es gibt natürlich auch Anbieter, die dir über so einen Download etwas Schädliches unterjubeln möchten.